Der Löschzug Lauterbach Mitte wurde heute Abend alarmiert hier in Lauterbach in die Langgasse 10 zu einem F2-Gebäudebrand mit dem Einsatzstichwort Brennt auf Balkon. Genau diese Lage fanden wir auch bei Eintreffen und nach der ersten Erkundung soweit vor. Wir sind dann sofort mit einem Trupp im Innenangriff auf den Balkon, haben das Feuer, das noch in Entstehung war, relativ schnell ablöschen können. Und das Brandgut sind wir jetzt aktuell dran, es vom Balkon fachgerecht hier nach draußen zu entsorgen. Die Personen im Gebäude waren rechtzeitig draußen, gab es keine Probleme. Und im Einsatz war der Löschzug Lauterbach Mitte mit insgesamt 30 Einsatzkräften. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, es gab keine Schwierigkeiten. Das Einzige ist, wir haben eine sehr enge Bebauung hier. Das heißt, das hätte sich auch sehr schnell zu einer größeren Lage entwickeln können. Deshalb war es gut, dass wir in dem Falle sehr rasch dann diesen Brand auch vorfinden und auch entsprechend löschen konnten. Es gab keine weder verletzte Personen noch geschädigte Einsatzkräfte. Vogelsberger Zeitung. Verlässlich, lokal und aktuell.